TPL Talk Wolverock Rock, Rock, Rock Division. Und damit herzlich willkommen zur nächsten TPL Talk. Hallo, ich bin wieder da. Sammy und Sky habe ich rausgeschmissen. Und es geht heute in der Wolverock TPL Season 5, wenn ich das vergessen habe zu sagen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es, glaube ich, alles verlernt irgendwie. Von daher, hallo und hallo auch mein Gast, weil der wurde auch nicht anmoderiert letzte Woche. Obwohl Skylani das zumindest wusste. Jetzt würde er wieder sagen, er wusste es nicht. Aber ich sage dir, Skylani, du wusstest es. Hallo, Kaktus Max. Moin, moin. Ja, passt schon, nicht mit anmoderiert zu werden, aber ja. Ja, ich finde, also ich finde das schon ein bisschen unfair oder unfein, weil die haben sich die Bühne gegeben und ja, gut. Also ich bin froh, dass du wieder da bist, weil dich kenne ich schon ein bisschen und bin froh, dass du da bist und du hast Bock und ja. Ich habe mich doppelt bei dir. Stell das aus. Ich kümmere mich Moment. Ich lasse es auch drin, das ist dir bewusst, ne? Unfähigkeit muss bestraft werden. Ja, das ist okay. Jetzt hast du dich gemietet. Mal gucken, was passiert. Hm. Hallo, Test. Ich muss ja reden. Ja, das glaube ich, das ist okay. Cool, weil ich höre mich zwar gerne, aber nicht doppelt. Von daher, hallo Max. Gut, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich, wieder hier zu sein. Ja, du warst mein Ansprechpartner Nummer 1, weil Gunbuilder, der ist mir zu gefährlich, glaube ich, von euch beiden. Naja. Zumindest vom Namen her. Ja. Gegen euch ein Ace in Valorant, obwohl ich nicht weiß, ob er das Game überhaupt zockt, aber naja. Ja, der hat bestimmt. Ich glaube, ein paar dran. Okay, wir gehen einfach rein in Spieltag Nummer 3. Du liest vor und hörst auf so rascheln. Was ist los halt mit dir? Ich weiß nicht. Besseres gewohnt von dir. Cool. So, ja, Spieltag 3, was passiert? Lycanroc Mask hat 0-2 gegen Rocky Helmet verloren. Kravelle Schieben hat 0-4 gegen der Steffenplan verloren. Yep. Gliskos Kochrezept hat 1-0 gegen uns Spirituska gewonnen. Mhm. Und ihr System of a Clown habt 0-5 gegen Olympus Relikant verloren. Auch das stimmt, ja. Fangen wir einfach mit Spiel 1 an, weil da habe ich nichts viel mit zu tun gehabt und du auch nicht. Lycanroc Mask gewinnt. Er verliert 0-2 gegen Rocky Helmet. War klar, oder? Oder nicht für dich? Ja, also für mich hätten es beide holen können, so, aber ich weiß nicht, ich habe gemerkt bei vielen, dass so Batzi und Rocky so die Favoriten so diese Season so. Mhm. Ja, deswegen hat man wahrscheinlich mehr Erwartungen gehabt, ist auch davon ausgegangen so und die haben es dann tatsächlich noch gemacht so. Kennst du die beiden? Rocky kenne ich tatsächlich gar nicht so. Und unwichtig, brauchst nicht kennen, ja. Okay. Batzi ist der Einzige, der geil ist. Ja, und bei Batzi habe ich, keine Ahnung, ein, zweimal, glaube ich, gegen ihn gespielt. Ansonsten halt auch von anderen Servern ist er halt auch da. Ach, fuck, er hat mir doch mal was gesagt, was ich dich fragen wollte. Ach so, ja, ich kann mich noch erinnern. Ah, okay, cool. Ja, ich habe tatsächlich mit ihm, glaube ich, sogar noch danach geschrieben gehabt. So. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich das nicht sehe oder weiß. Ja, ich komme ja noch dazu so. Okay. Er meinte mal irgendwie, also ich habe mal gegen ihn gespielt in der Speed-Tour. Ja, und ich habe irgendwie Spedef Blissy gegen ihn gehabt. Und er meinte, warum ich das mit hatte. Ich habe dann irgendwie so geschrieben, ich konnte mich nicht dran erinnern. Das Teambuilding ist irgendwann so in der Nacht entstanden zwischen 3 und 4 Uhr. Und da kann man teilweise anscheinend die Basiswerte nicht lesen. Und da wurde halt alles noch in die Spedef reingeklatscht. So. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie das Match ausging, aber ob das überhaupt halt entscheidend war oder irgendwie gemattert hat. Und Bazzi hat durch Hex gewonnen, eindeutig. Ich weiß gar nicht. Nee, passt schon. Also, ja, also keine Ahnung, Basiswerte konnten anscheinend nicht gelesen werden, so, und das war's. Ja, gut. Aber egal, also auf jeden Fall, was haben wir uns aufgeschrieben? Ich fand irgendwie Toxin sehr, sehr oft generell in den ganzen Spieltag vorhanden. Darauf, dass das Toxin auf defensiven Mons mit Rocky Helmet war, der sehr guten Damage gemacht hat. So fand ich so auf jeden Fall interessant, dass Rocky Helmet oder also auf jeden Fall der Beulenhelm auf Deutsch so viel Schaden macht bei so vielen Mons, weil man ja auch als das Item doppelt spielen kann. Weiß nicht, wie findest du es cool, dass man Items doppelt spielen kann? Ja, ich finde es ganz gut so, weil ich bin allgemein gar nicht der Fan der Item Claws so. Von mir aus hätte sie auch weg sein können, so zum Beispiel andere Ligen, wo ich mitspiele. Ist sie halt weg, ist ganz nice so, weil du willst ja zum Beispiel ein paar Mal Lefties oder so bringen und dann wegen Item Claws musst du halt. Fünfmal Lefties und einmal Black Sludge, ja, ich habe das schon verstanden. Da musst du halt irgendwie so schlechtere Alternativen bringen, so wie zum Beispiel Sitch of Sperry oder irgendwie andere Sachen. Ja, also von mir aus hätte Item Claws
weg sein können. Vielleicht ändert sich ja irgendwas noch zur nächsten Season, aber ich hoffe nicht. Zwei Items jetzt, also zwei doppelte Items, ist schon mal ein Anfang. Also, ja. Ja. Hast du dir noch irgendwas aufgeschrieben? Weil ich fand halt defensiver, die Batzi und Rocky haben halt gut runtergespielt. Lycan Rock hat nicht wirklich für mich, hat die irgendwann mal eine Chance für mich? Also das Endergebnis ist natürlich 0-0 zu 2, aber Suicune vorbeizukommen war halt wirklich schwierig, fand ich. Also, allgemein halt die Defensive so. Die sind ja am Anfang, also was ich habe mir aufgeschrieben, so dass sie halt am Anfang an der Defensive nicht vorbeigekommen sind. Die hatten halt auch Deoxys Defense, der ist halt auch ein Monster so. Ja. Und ja, war halt schwierig an dem vorbeizukommen so. Da hatten die Suicune und die hatten irgendwie noch, glaub irgendwas so, ich weiß nicht, genau. Ich glaube, Flygon von dem war etwas defensiv. Ja, ja, war defensiv. Hat ja auch den Rocky Helmet gehabt. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, die sind halt da nicht so vorbeigekommen, aber irgendwann war die Defensive halt weg so. Und es war halt wichtig, dass Heat getoxt war, weil der hätte halt noch problematisch werden können, aber da halt Cavalanzas sowas wie Protector dabei hatte und die auf den einen Discharge in Flygon gegangen sind, ist halt hier Heat an Toxic gestorben und dann war der halt schon mal weg so. Ja. Und ja, Cavalanzas konnte das Ding dann halt holen so gegen Kerapendra war es, glaube ich. Zum Ende, ja. Der hat einmal Rockslide gemisst, aber... Klar, hat nicht gemittert. Also wenn dann höchstens dann ergibt es, aber... Was macht so ein Rockslide gegen so ein Cavalanzas? Das ist 30 höchstens, oder? Ja, also ich glaube, Rockslide hat 10% Flinch, aber das wäre halt dann nochmal, wenn das kommt und so weiter. Also hat er nicht gemittert, so. Ja, und Cavalanzas konnte es holen. Ich finde allgemein cool so, dass Cavalanzas überhaupt mitkommt, so. Weil den siehst du halt eigentlich gar nicht. Und also ich kann mich jetzt nicht an die alten Matches von denen erinnern, aber ihr Match hat er halt schon sehr geil Work gemacht, so. Ja. Also das zeichnet halt Batzi und Rocky sowieso aus. Mehr Batzi so, dass er einfach Mons auch eine Bühne gibt, die man nicht so oft sieht. Deswegen, ja. Okay, geht's weiter. Krawelle schieben, weil sonst kriegt Batzi viel zu viel Honig im Mund. Krawelle schieben 0-4 gegen den Stefan-Plan. Das war das letzte Spiel, was ausgetragen wurde die Woche. Mit ein bisschen Verzögerung, was okay ist für mich. Ja, was sagst du dazu? Ja, tatsächlich habe ich da gar nicht so aufgeschrieben. Mein Fehler dann. Du musst jetzt da das Match übernehmen. So. Okay, also ich gleich der Toxin-Miss von Raikou in der ersten Runde. Fand ich interessant, dass auch da Toxin mit drauf war, weil der hatte auch Sub gehabt. Mit Überresten auch. Also interessantes Raikou-Set. Ob der Toxin-Miss gemeldet hat, also Illizard hätte halt Toxin bekommen. Der hat sau viel Schaden gemacht. Also Illizard hat mir gut gefallen von den beiden. Ansonsten Scale-Shot bricht einfach den Sub und den Draco am Ende sowieso raus. Offensive Mons mit Toxin, das hatte ich ja schon auch gesagt, dass das generell sehr oft verbreitet war heute, diesen Spieltag, die Woche, dass Toxin einfach so oft mitkommt auf Mons, wo du normalerweise eher, sag mal, Ruhrort spielst, wie bei Boreos. Aber nein, du spitzt Toxin eher lieber drauf. Wahrscheinlich war Ruhrort trotzdem drauf, aber das ist jetzt egal. Blizzard auf Milotic musst du auch erstmal machen. Du musst auch die Eier haben, weil es kann missen. Ach, ne? Das ist wirklich so, also, ne, und für mich hat die ganze Zeit der Stefan-Plan die Oberhand gehabt, solide gemacht. Ich glaube, die hatten nicht wirklich irgendwann mal Angst vielleicht, keine Ahnung, also konkret runtergespielt. Okay, dadurch, dass du da nicht so viel darüber reden kannst, reden wir jetzt mal über euer Match. Ja. Es tut weh, oder? Also, das ist jetzt das dritte Mal, dass ihr knapp verliert. Genau, also, I guess, wir reden halt nach den Spieltagen, also nach den Kämpfen und so nochmal, so was so meine Meinung vielleicht zur Season ist, wie es bisher läuft, was ich noch so anstrebe und so erreichen möchte. Aber ich würde mal anfangen, so unser Kampf, also das Matchup war halt schon sehr kacke, halt für uns. Manaphy wird halt, also abused halt absolut unsere Defensive, so der kann auf Sylveon Tay glowen und sowas und ja, dann haben wir uns halt entschieden halt HO zu gehen, also Hyper Offense halt. Und ja, da kam halt nur offensive Mons mit, außer jetzt Slow King. Oder? Ja, Slow King haben wir gut, ihr habt das Logo. ja, und was war da so? Also Slowbro war hier Anti-Elektro-Beere defensiv. War halt im Kampf schon ein Fehler so. Weil der jetzt halt wäre Spidiff gewesen, gegen so Tauboss und so mehr gemacht so. Aber das war halt, also unser Gedankengang war halt dahinter, dass, also wir hatten Angst vor Infernape, weil der war im Match auch nicht so schlecht und der, wir hatten halt Angst vor so, hier, irgendwie Z-Electro-Move und sowas und da hat man halt defensiv gespielt und Dings, war halt im Match dann halt useless, also wäre ganz cool gewesen gegen Riffex, wenn es geklappt hätte, aber bis dahin hat halt Slow King nicht gelebt und, ja, genau, und ja, das war, also,
Ja, wie gesagt, Slogan hat bis dahin eigentlich gelebt so. Und was ganz cool war, war zum Beispiel halt der Burn auf Klefki so, weil dadurch waren halt die Lefties sozusagen weg und so. Mhm. Und ich war sehr, also mir hat der Aero sehr gut gefallen. Oh, der war halt absolut einfach der Goat im Match so. Der hat jeder Edge getroffen, hat Glisco nochmal weggekrittet. Ja, hat er Crit gemattert? Ja, der hat gemattert. Okay, er hat gemattert. Ich fand auch cool, dass sie da halt auch richtig gut triggert hat mit den Feuerzahn und mit den Eiszahn. Ne? Also das fand ich richtig gut. Also ihr habt da das richtig gut gespielt und wenn der Crit gemattert hat, ist natürlich auch gut für euch. Ich muss noch sagen, bevor wir noch mehr über deiner Seite reden, ich fand auch den Cherox-Play, wo Aerodactyl drin war. Ihr habt noch nichts von Cherox gesehen. Und die gehen mit U-Turn raus, ne? Also, hast du Eier. Das ist halt, Rai und Franklin machen das halt wirklich gut. Haben sie auch gegen uns schon gemacht. Weil normalerweise denkst du halt mit der Aero-Patroni kommt das safe. Das haben sie auch im zweiten Turn dann gemacht, wo ihr gegen die drin wart. Aber sie hätten einfach Cherox abgeworfen. Und oder zumindest verloren. Cherox da zu verlieren, schwierig. Ja, aber gut. Ja, so, die haben sich getraut. Ja. Guter Play. Ja, ja. Genau. Ansonsten, ja, würde ich wieder weiter übernehmen. So. Mach das. ja, also unser Airod, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Der hat, auch wenn es halt Hexy war, hat der sehr gut Work einfach im Match gemacht. So. War ganz cool so. Ja, am Ende war es halt, also wir hatten halt leider keinen Platz für EQ. Und Stone Age killt Reflex nicht. Deswegen kann der halt auf uns setupen und dann kann der halt gewinnen. Und das war halt schon, also wir wussten halt schon jetzt hier, Marcius, also ist ja mein Mate. Ich glaube, der hat sich auf Discord umbenannt, heißt ja nicht mal Gunbuilder. Aber, bleibt für mich Gunbuilder. Okay, dann, ja, Gunbuilder und ich haben uns halt schon so gedacht, ja, wenn der jetzt halt Setup ist, dann ist es over, aber wir haben das Bestmöglichste rausgeholt, finden wir, weil das Matchup war scheiße und dafür dann noch mit einem 1-0 rauszugehen, ist halt wichtig gewesen so. Ja, fühle ich. Also ihr habt, wie gesagt, dreimal knapp verloren, ein Sieg und ihr seid über uns, was ja nicht schwer ist, wenn man 0-5 gegen Olympus Redikan verliert. Hast du noch was zu sagen, sonst würde ich gleich einfach da weitergehen? Nee, wir können weiter machen. Gut, weil warum soll man über euren geilen Play-Spiel reden, wenn wir über schlechte Spiel reden können? Wir gehen zu Sis und beklauen gegen Olympus Redikan, 0-5. Mein Gott, war das schön. Das war ein bisschen, also das kannst du nicht wissen, das wissen vielleicht auch andere nicht. Das war ein bisschen unlucky, weil ich war ja in Urlaub. Das hat man ja irgendwie schon so mitbekommen. Und Scalani hat sich ums Team gekümmert, was er sehr oft und sehr gut macht. Ne? Das ist nicht die Frage, aber misslungen ist leider, dass er fürs falsche Team gebildet hat. Und wir dadurch gegen Olympus Redikant schnellstmöglich noch ein Team zusammenkriegen mussten. Und das ist halt leider unlucky gewesen. Aber ja, dadurch hat uns die Zeit gefehlt, die wir am Ende halt wieder. Wir haben halt auch nicht gut gespielt, ne? Hutz hat es da abgeworfen im ersten Turn. Obwohl das halt die höchste Highroll war, die hätten treffen können mit 100,06%. Das war das Höchste, was die Psychokinese hätte machen können. Die haben sie bekommen. Wir hatten eh nur Toxin gedrückt. Wir hatten es vergiftet, was okay ist, aber ist auch, glaube ich, nicht der Turn, wenn die einfach Sub hätten, dann wären sie dahinter gegangen. Wäre es, denke ich, vielleicht auch schon da vorbei gewesen. Ja, ist halt schwierig. Dass Nidoking die Tarnsteine nur hatte, nicht mehr gemacht hat, war auch interessant. Und Stahl überall habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Puffiness mit dem Gyroball. Also wir wissen es eigentlich, dass da immer irgendwo ein Stahlmove kommt gegen Mega Dianzi, aber irgendwie kriegen wir die guten Mons nicht gebacken, gut einzusetzen. Irgendwie, ja, weiß auch nicht. Ja. Und du so? ja, wie gesagt, kurze Frage, bevor ich anfange. War Lati aus Specs? Der war es. Specs, ja, der war Specs. Genau, deswegen die Hyrule. Also die Hyrule hätte nur so wie, der muss ja auch Full Speed spielen, wegen der Speed-Teil. Body Roll hat wirklich 100,06 gewesen. Das Höchste, was man gegen Hutzessa machen konnte. Und die haben es auch bekommen. Also es war ein bisschen unlucky. Ja, leider unlucky so. Aber, also, keine Ahnung, Latios ist halt sehr gefährlich allgemein gegen euch aus. Jetzt ist nicht so krass ein Switch in da rein. Klar, Offensivwesten, ja, also, mach mal, was ist los? Ja, also wie heißt das? Potenziell hätte ich halt bei euch so Drapion über Machomai gesehen, so, weil der wäre halt ganz cool gewesen, auch für Latios. So, AV hätte halt ein Draco auch gelebt, Specs. Und Drapion kann ja so Geschichten wie Pursuit und so, und dann kann man den halt ganz gut anchippen, oder vielleicht wäre halt der Augenblick
gekommen, dass er halt einfach in euch drin geblieben wäre, dann hätte er einmal Nock gefressen und so. Wäre halt auch schon sehr stark angechippt gewesen. Ich glaube halt, wenn wir Drapion mitgenommen, wäre Latias nicht annähernd so gut gewesen gegen uns. Also sicher, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, also es klingt wie eine Ausrede, aber irgendwie uns hat einfach die Zeit gefehlt, weil ich bin Montag ja wiedergekommen und wir haben Montagabend den Kampf gemacht. Und Scalani war auch arbeiten und es war einfach alles unglücklich. Und ja, ist halt so, was willst du machen? Okay. Frag mich, wie lange hängt ihr denn so in einem Teambuilding? Also Scalani hat für das Team für den Stefan-Plan über 3 Stunden jetzt schon gehangen, also das Team ist fertig. das wollte ich auch fragen, aber er hat anscheinend erst gegen der Steffen, oder? Der genau, Steffen-Plan, gegen den Stefan-Plan hat er. Da ist das Team fertig. Meine Freunde, macht euch gefasst, das Team ist stark. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich glaube, das wird ganz gut, weil er macht sich ja viele Gedanken. Ich bilde meistens noch separat, so wie er das macht. Und dann gucken wir, was am besten übereinstimmt. Dadurch, dass ich halt wirklich die Woche nicht da war, habe ich sowieso das in seine Hände gelegt, was ja auch vollkommen fein ist. Noch ein paar Fragen. Guter Max. Ich überlege gerade. Ja, also auf jeden Fall, es war halt jetzt dann aber nicht 100% verschwendete Zeit, so, ihr habt jetzt schon das andere Team fertig, so, das ist ganz gut, so. Ist aber unglücklich, ne, stell dir vor, du lernst so 3 Stunden für die Mathearbeit, hast aber Englisch. So, weißt du so? Also, der Vergleich weiß ich jetzt nicht, aber... Hallo? Ich fühle. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, wen das passiert, aber keine Ahnung, okay. Was nicht, keine Ahnung. Menschen, die für Mathe lernen, obwohl sie Englischunterricht haben, keine Ahnung. Ja, okay. Gut, wenn man darüber nicht reden wollen. Ich glaube, hast du noch was? Ansonsten würde ich einfach weitergehen. Ja, ich habe noch ein paar Sachen. Oh, genau. Willst du mich heute richtig ausnehmen? Kann das sein? Ich glaube, ich habe bei euch am meisten aufgeschrieben, aber. Scheiße, okay, hau raus. Ja, aber es sind halt so Sachen, die halt einfach auffallen, so, die weiß man so. Also, ja, wie gesagt, Drapion wäre halt wahrscheinlich besser gewesen, so als Machomai bei euch. Und, ich weiß nicht, vielleicht wären Matchups auch sogar Dragapult speziell besser gewesen, so, muss man halt gucken, weil so hier. Sivelli hat den halt schon sehr hart gecheckt, so, und tut halt auch weh, wenn da so ein Pursuit kommt, der halt so, ich weiß nicht, wie viel Prozent der gemacht hat, so 43, und dann Dragapult schon so am Anfang so hart angechippt, so, ist kacke, so, aber ja, was will man machen? Ist jetzt halt passiert, so, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, Rocks waren halt auch sehr gut gegen euch, weil ihr hattet ja keine Boots auf Vikavolt oder hier Akani. Akani hätte man halt machen können, so Vikavolt war jetzt, glaube ich, bei euch halt offensiv, weil der hat ja hier Dings gedrückt, Agility, oder was war der? Ja, Agilität, also, genau. Und dann der, also Aromatis, ich musste schon lachen. Warum lachst du denn? Warum? Ach Mann. Okay. Bei dem Jerry Boy, ja, keine Ahnung. Also stark gemacht so von Bäumchen und ich weiß nicht, wie heißt das? Sobiris. Ich glaube, ich habe gestern. Der bleibt Sobiris, so wie Gunbuilder bleibt. Das ist mir egal, ob die ihre Teammates wechseln oder ihre Namen. Das ist mir egal. Der bleibt Sobiris. Ja, okay, dann. wusstest du, dass Papinas Geoball kann? Ich wusste es nicht so, aber gut, ich hätte es im Teambuilding nachgeschaut, weil, es ist ja schon, ich weiß, ersten Spieltag ist passiert mit Porygon 2. Wusstest du, dass Porygon das kann? Nein, das wusste ich auch nicht. Also, die Sache ist die, beim ersten Mal und so, da achtest du halt nicht drauf, so. Ja. Da kann der halt haben, so, wer spielt Iron Tail auf Porygon 2, das hat auch 75% hier Genauigkeit. Genau. Das ist so ein scheiß Move, aber es hat funktioniert. Und jetzt anscheinend Jerry Ball auch so. Ich hoffe, euer Mega Dianzi kann halt noch was machen. Ach, jetzt kommt der einfach nicht mehr mit. Kein Bock mehr auf den Scheiß, Mann. Müsst ihr halt gucken, so. Ich kann mir halt vorstellen, dass halt jetzt, also dass halt noch ein paar Leute hier das machen werden, so mit hier auf irgendwelchen Load-Tier-Monster oder halt auf irgendwelchen Monster, die, auch bei denen du es nicht erwartest, irgendein Steel-Move draufklatschen, so. Und dann Spoiler, Hytera. Hytera, Shanaira, meine ich. Habt schon gekämpft, oder was? Nö, aber die haben auch einen Eisenschweif. Weil Taya kann das auch irgendwie. Achso, hat überhaupt jemand die gepickt? Der Stefan-Plan. Achso, ja, okay. Also wir wissen, dass Shanaira das hat. Hört auf, das zu spielen. So, gut. Also für uns war halt physisches Katapultra wichtiger, weil halt Taya da war. Bei denen einfach, weißt? Also deswegen haben wir es physisch, weil speziell ist das ja auch ein bisschen dicker. Die haben es halt gar nicht mitgenommen. Und Akani hat halt Beulenhelm für Libelo und Barrikadax mit bei. Mit dem Bedroher war das halt gut. Aber gut, beide nicht mitgekommen. Deswegen war Akani einfach schon. Deswegen hätten wir vielleicht sogar, also im Nachhinein sicherlich besser spielen müssen, einfach Akani früher abwerfen und Tuts da überleben lassen. Erste Runde einfach, ne? Das wäre vielleicht besser gewesen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. So sieht das aus. Ja. Noch was? Ja, am Ende
noch mehr. Ja, also ein Satz kommt jetzt irgendwie noch oder so. Ja, am Ende hat es halt hier Latios geholt. Hm. EZ an ihn, er hat Kills geclaimed und ja, das ja. war's. Gut, wunderbar. Wir gehen in die Tabelle, weil da ist ein bisschen was passiert. Olympus Relikant hat mit dem hohen Sieg gegen uns Platz 2 geholt. Rocky Helmet ist Platz 1 geblieben. Der Stefanplan ist aufgestiegen auf Platz 3. Gliscor, Kochrezepte, Lycanroc, Mask, Krabelle schieben sind abgerutscht. Und hey, zumindest wir beide, du und ich und unsere Teamkollegen haben den Tabellenplatz gehalten. Das ist auch was Gutes. Ich sag mal so, wenn ihr 1 gewinnt, euer nächster Gegner ist, glaube ich, Lycanroc, Mask. Hm? Ja, genau. Ja, dann seid ihr vor denen. Ganz einfach. Also das sehe ich und dann seid ihr schon Sechster. Und so ein kurzer Spoiler schon für die Runde. Ihr, so wie wir, müssen nächste Woche gewinnen, weil sonst war es das, glaube ich, auch schon für die Liga. Weil mit 3 Punkten, mit 0 Punkten ist es halt nicht mehr annähernd, weil das kommen ja die ersten 4 weiter. Der erste generell schon in die nächste Runde der Qualifikation. Und der zweitbeste der ganzen Divisions, also aus Xerox, Dracapult und Wolverock, kommt der Zweitbeste, kommt da auch weiter. Ansonsten Platz 3 und 4. Und wenn du halt nach 4 Spieltagen nur Platz 7 und 8 hast oder 6, da ist dann nicht mehr viel zu holen, ja. Ja. Was sagt dir die Tabelle? Bist du zufrieden damit? Ja, so natürlich nicht so. Keine Ahnung. Ich bin absolut nicht zufrieden. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob es irgendwie der TPL-Fluch ist. Irgendwie läuft nicht. Aber die letzte Season war es halt, lag es mehr an. Und so, keine Ahnung, es gab, weiß ich, am Ende gab es ja sowieso Kommunikationsschwierigkeiten mit Deku, und mehr sage ich dazu nicht. Vielleicht weiß man ja, was ich meine. Aber keine Ahnung, ich bin halt nicht zufrieden mit dem 8. Man will die Playoffs, also ich fand es auch schön von Sammy die Worte letzte Woche, dass ich mir immer sehr viel Mühe gebe. Ja, das stimmt, ja. So. Das hat mich hat sehr berührt, danke dir, Sammy. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, Tabelle, also Olympus Relikant finde ich krass, dass die auf dem zweiten sind. So, keine Ahnung. Also hier ist halt Differenz, ne? Das ist halt wirklich hohe Siege, macht halt viel aus in der Liga. Weil wir auch wirklich, das Sammy hat es ja letzte Woche gesagt, dass unsere Liga wahrscheinlich die engste ist, von den Ergebnissen her. Außer wenn du jetzt 5-0 zweimal hintereinander verlierst, dann ist halt auch doof für uns. Aber so grob in 9 Punkte. Wie gesagt, du kannst jetzt zweimal gewinnen und bist schon fast wieder Vierter, ne? Das ist wirklich so. Also bei uns ist es wirklich eng. Ja. Das war letzte Season schon so. Warum ist bei uns immer so viel knapp und die anderen Ligen denken sich, ja, da sind 2 gute mit bei, die anderen sind alle scheiße. Ey, sind doch die besten Spieler. Klar, deswegen waren wir letzte Season Liga 3. Ja, genau. Ja. Nee, aber letzte Season waren wir auch das erste Mal dabei so. Und es war halt auch unlucky so viel. Es gab viele Hacks auf unserer Seite so. Ich weiß, ich war dabei. Aber ich will es jetzt nicht als Ausrede nutzen. Es gab auch ein paar Matches, die haben wir dumm weggeworfen, die hätte man nicht holen können. Aber so viel zu letzter Season. Ja, wie gesagt, Olympus Relikant auf dem zweiten. Na klar, ist nur Differenz, aber finde ich gut. Ja. Finde ich krass so. Weil letzte Season. Haben wir abgelost. Die haben auch nichts gerissen letzte Season. Ja, die haben genauso reingeschissen, so wie wir letzte Season. Aber jetzt auf dem zweiten. Naja, bei denen kommt so die Steigung. Hm. Ansonsten finde ich irgendwas überraschend. Eigentlich nicht so genau. Rocky Helmet hier, die. Titelfavoriten von sehr vielen Leuten. Ja. Bleibt das so. Sonst also, genau, Tabelle kann sich halt noch viel ändern. So. Ich hoffe, bei uns kommt jetzt ein Win. So. Ich gehe jetzt kurz ein so auf unsere Matches. Erster Kampf. Wie gesagt, Slow King zu passiv und der hat halt kein Gold oder so. Touch 3 Kunde nicht mehr. Dann, wie gesagt, zweites Match 50-50. Und jetzt drittes Match. Scheiß Matchup, aber das Beste rausgeholt. Und ich muss mal ganz kurz AFK oder so, meine Katze will ins Zimmer rein. Und lass sie rein! Also, lass die Katze rein! Also, bis gleich, ich bin so. Ja, bist du, ist gut. Wie gesagt, wir wollen noch natürlich hier in die Playoffs kommen. Ich denke, es ist noch möglich. Ich glaube an uns, dass wir es holen können. So, wie gesagt, wir stehen 0-3, wir haben auch nur minus 4, weil also es hätte halt die Tabelle jetzt auch ganz anders aussehen können. So, keine Ahnung, hätten wir einfach noch Skold gespielt, ersten Spieltag, hätten wir schon 3 Punkte safe gehabt. Hätten wir dann letzte Woche die 50-50 gewonnen, wären es halt nochmal 3 Punkte. So. Und jetzt dieses Match so, war halt schwierig so, aber dann hätten wir halt 6 Punkte und eine gute Differenz gehabt. Oder ich weiß gar nicht, ich glaube, die wäre halt auch nur so, die wäre ein bisschen positiv, aber jetzt so krass wäre die auch nicht. Aber ja, wäre halt schon was ganz anderes gewesen, aber ich rede jetzt nicht so viel über die Vergangenheit. Wir schauen in die Zukunft, mal schauen. Ich hoffe, es wird noch klappen so. Ich bin zuversichtlich, dass wir noch was holen. War ja letzte Season am Ende, wo ich alleine war, habe ich, glaube ich, die letzten 3 Spieltage auch noch gewonnen gehabt. Und wir fangen jetzt einfach an zu gewinnen und gewinnen jetzt alles. Das ist jetzt, das sage ich jetzt einfach so.
wir werden sehen am Ende der Season oder am Ende der Phase, was auch immer jetzt so. Aber ja. Ja, wie gesagt, also den nächsten Spieltag müsst ihr, so wie wir, gewinnen. Punkt, aus, die Maus. Weil sonst sind wir raus. Also wenn du jetzt den, sag mal so, den vierten Spieltag vorbei, du hast nur 7, ne? Verlierst du über die Hälfte, bist du raus. Ist einfach so. Ja. Und ihr müsst jetzt einfach alles gewinnen. Um die Chance zu wahren, ganz einfach. Ja, Ding, also ich weiß nicht, ob wir uns über, sorry fürs Reinreden, ich weiß nicht, ob wir uns so über das Format auch unterhalten sollen. So, ich bin mehr Freund vom Ligasystem so. Hm. Auch wenn man halt in Liga 3 dann ist, ist mir eigentlich relativ egal so, ob jetzt die Liga die anderen Leute juckt oder so nicht. Ich finde halt einfach das Ligensystem besser so, aber TPL ist ganz cool, ich bin gern immer dabei und deswegen bin ich auch diese Season wieder hier. Ja, wir hatten es jetzt so vor zwei Seasons hatten wir auch zwei Divisions und dann hatten sie auch so ein K.O.-System gehabt, was okay ist für mich. Dadurch, dass das jetzt nach letzter Season kam, fand ich, war letzte Season so mit Aufstieg, Abstieg so ein bisschen, nachher ein bisschen doof, aber es ist okay für mich. Die machen das schon. Die wissen, was sie machen. Und wissen, was wir jetzt machen? Wir gehen einfach in die Kill-Rangliste. Hey! Defensive ist ganz vorne. Mediothek mit 6 Kills, Magnason 5, Gengar 5, Snibuna 5, Aerodactyl 4, Cobalion, Latios auch 4, Reflex, Katagami, Mega Tauboss 3. Topkiller Aerodactyl und Latios. By the way, Mega Aerodactyl ist auf Platz 11 und hat einfach mal nicht so viel Gewissen wie euer Aerodactyl, was ganz cool ist. Wir hatten das ja letzte Season, das Aerodactyl, was da auch gut gerissen hat in der Rückrunde für dich. Also der, auf den musst du dich halt einfach preppen. Wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Und ja, Melodiger Weins, was sagst du dazu? Ich glaube, also wenn ich mich mit dir unterhalte über Milotic auf 1, muss ich glaube ich nichts dazu sagen. Was ihr mal die Season, wo ich nicht dabei war, mit dem gemacht habt, war es glaube ich Season 3 oder so. Aber ja, ansonsten Magnezone auf 2, da mache ich auch kein Auge. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Bazzi hat ja das Talent mit Mons, die jetzt nicht so krass entscheiden zu lassen. Und ja, man sieht es mit Magnezone auf 2, siehst du ja eigentlich auch nicht so oft. Ja. Und ja, ansonsten, wir sind zwar Achter, aber haben 2 Mons in der Killliste. Das ist ja schon mal was. Das heißt das, ja. Ihr habt ja auch immer knapp verloren. Das sind ja wirklich die Dinger, ne? Das ist ja wirklich so. Ja. Also letzte Season war es ja bei uns so, wir haben so die Kills eher verteilt gehabt. Bei uns war, glaube ich, Top-Killer Mega Vigil, der war irgendwie so am Ende auf 8, 9 oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt, diese Season ist halt ein bisschen anders so. Wir haben Gengar, den sieht man eigentlich auch nicht auf den Ligen. Wir hatten Bock auf den mit Z-Move, also. Und ja, der macht einfach geile Sachen. Und ansonsten Aero hat im Match super performt, ist damit durch auf den 5. gekommen. Und ja, das war auch ganz nice. Ansonsten wäre es dann noch so Cobalion. Siehst du ja eigentlich auch nicht so oft, aber ich glaube, da haben sich Skylani und Sammy drüber unterhalten letzte Woche, was mit dem da war. Mm, das ist geiles. Ja, ansonsten, Latios. Ja, ihr habt den gefasst, aber nein. Ja, ansonsten Latios, ja, es wundert jetzt auch nicht. Riffex auch ganz cool, hat halt am Ende jetzt gegen uns die Kills geholt, aber naja. Katagami siehst du eigentlich auch und Mega Tauboss. Ja, kann auch dabei sein, habe ich jetzt auch nicht so oft gesehen, aber es ist ja auch nur dritter Spieltag, der wird noch sinken. Darf ich dir was sagen? Ja. Mega Bibor war Platz 7 letzte Season mit 14 Kills, by the way. Nicht Platz 8. So. Okay, nice. Ja, nice, dass du nochmal nachgeschaut hast. Ja, wenn du redest, kann ich nebenbei irgendwas anderes machen. Naja. Ist ganz gut, ja. Andy, Melodic hast du angesprochen. Ich sehe den halt gerne in der Kill-Rangliste weit oben, aber nicht, wenn wir den nicht selber haben. Magnezone wird, glaube ich, nicht mehr so viel reißen. Höchstens noch ein, zwei Kills, glaube ich. Der rutscht auf jeden Fall noch ab. Gengar ist hier die Frage, ob man den gut in Szene setzt, das ist dasselbe, obwohl, ob die Bock haben, Gengar zu spielen, kommt noch dazu. Snibuna wird noch ein paar holen. Euer Aerodactyl, sehe ich. Cobalion. Ja, vielleicht höchstens noch einen. Bei denen bringst du auch nicht immer mit, das hatten wir letztes Season auch. Der hat erstens Spieltag 3 Kills gemacht, danach kam er selten bis gar nicht mit und wenn er dabei war, hat er auch nichts gemacht. Latios ist eine Gefahr. Reflex Setup, sonst wäre der auch nicht da. Katagami. Bisschen überraschend, dass der nur in Ansicht nach 3 Spieltagen 3 Kills hat. Mega Tauboss kann durchaus auch mehr machen, muss aber nicht. Fehlt dir dann Mon? Weiß nicht. Ich weiß gerade nicht genau. Also, was habe ich nochmal dir aufgeschrieben? Ja, Manaphy fehlt mir, genau. So Manaphy. Wie Bazzi gesagt hat, dass der irgendwie noch. Ich glaube, Bazzi hat einmal bei dir in der ersten Folge gemeint, dass der mal noch irgendein 6-0 holt. Und der sah gegen uns im Matchup gefährlich aus. Also, wir hatten Angst, dass Bazzi da schon irgendwas predicted. Aber zum Glück konnte die Gefahr gestoppt werden und. Der jetzt nichts so krass gefährliches. Nicht gegen euch auf jeden Fall, ja. Gut, ja. Wie gesagt, Sammy meinte letzte Woche, dass er gut findet, dass unsere Kill-Rangliste so aussieht, nicht die normalen Mons, die immer woanders dabei sind. Von daher, ja, wir sind da einfach cooler. Haben wir schon recht.
Geht's weiter. Spieltag Nummer 4, lies bitte vor. Spieltag 4 spielt Olympus Relikant gegen Gliskos Kochrezepte. Wir spielen Tosca spielen gegen Lycanroc Mask. Roggy Helmet spielt gegen Kavelle schieben und der Steffenplan spielt gegen System of a Clan. Richtig. Predikte mal. Olympus Relikant, Gliskos Kochrezepte. Ganz spannendes Match, finde ich sogar. Ja. Ich werde jetzt kein Matchup analysieren oder so. Ich werde einfach mal gucken, so, womit ich gehe. Ich würde, glaube ich, hier sogar einfach mit. Ich gehe mit Olympus Relikant, die machen es schon. Geil. Also ich glaube, dass Franklin und Rai das reißen. So mein Prediction. Aber Olympus Relikant ist auf jeden Fall überraschend und beide haben 6 Punkte. Also von daher, einer hat nach dem Spieltag 3 und ist fast schon weiter. Also ich würde sagen, Glasgow hat gegen euch gespielt, gegen uns gespielt. Ja, sind halt die schlechteren. Beiden jetzt von der Tabelle her. Olympus Relikant. Also die kriegen noch die harten Brocken, ne? Das muss man gucken. Ja, Also ich weiß gar nicht, gegen wen die noch alle spielen müssen. Ich glaube, erster Spieltag war bei denen gegen Bazzi und so. Nee, wir haben gegen die als erstes gespielt, gegen Gliskos. Nee, ich meine jetzt gegen hier Olympus. Relikant. Olympus? Aber ja, wenn du Gliskos Kochrezepte meintest, dann... Ja, die haben gegen Roggi gespielt, genau. Roggi Helmut. Ja. Olympus muss noch gegen Gliskos, genau. Die haben noch als Gegner als euch. Dann Lycanroc und am Ende Gelände der Steffenplan, wo es schwierig wird, glaube ich, für die. Weil ich TJ ja. und Stefan war es, sehr glaub, gut, also, stark einschätze. Ich glaube, er heißt sogar Richard in Real Life, also ich weiß es nicht. Das ist mir egal. Genau, aber ja, ich glaube, ich habe es mal so mitbekommen, weil ich mache ja ab und zu mal bei ihm auf dem Server bei den Speedtours mit. Und da wird der im Voice irgendwie Richard genannt oder ja, so. Also, ich bin mir auch nicht sicher, aber okay. Der heißt hier Stefan, ich habe dir schon erst gesagt. Gunbilder bleibt Gunbilder, Sobiris bleibt Sobiris und Stefan bleibt Stefan. Ja, also wie gesagt, ja, ich sehe es einfach bei Olympus Relikant, die sind die Underdogs. Und ich glaube an die Underdogs. Geil, finde ich ja. Cool. Gut, Spiel Tosca gegen Lycanroc Mask. Ja, da gut, darüber haben wir schon geredet. Ihr wollt gewinnen, ihr müsst gewinnen. Ihr werdet. Das Ding ist halt für mich, ich habe Lycanroc Mask halt mit Livigno und Richie weiter oben eigentlich gesehen. Das waren meine Favoriten so ein bisschen. Roggi und Batsimab gesehen. Deswegen ist es schade, dass sie halt nur in Anführungsstrichen 3 Punkte haben. Ja. Aber ich glaube, ihr macht das, glaube ich. Ich bin da diesmal bei euch. Ja, leider. Ja. Sind wir letzter. Scheiße, danke. Ja, aber freut mich, dass du bei uns bist. Das motiviert auch nochmal so. Und ja, ich gehe mit gutem Gewissen rein. Das Ding, ist halt, du weißt ja selber, dass du nicht schlecht bist. Und du hast es letzte Season schon bewiesen. Und du beweist es auch jetzt diese Season. Und da kann man schon sagen, dass es halt manches unlucky ist und halt knapp. Deswegen musst du halt mit dem Druck leben, dass du mit 0 Punkten jetzt dastehst und mehr machen musst, ganz einfach. Ja, also ich fand es auch ganz cool, letzte Season Podcast hast du ja gefragt, so wer der schlechteste Spieler ist und dann zufällig, also die haben ja, man musste ja einen zufälligen Namen sagen, ich weiß nicht, Bernie oder Pyro, irgendjemand mich erwähnt, fand ich ganz witzig, aber also die wissen es ja nicht so, aber das war halt so nice Gimmick, so war ganz funny. Ja, das war, glaube ich, einer der coolsten CPL Talks, die es bis jetzt gegeben hat, je geben wird, so. Ja, also ihr gewinnt Roggy Helmet gegen Kravelle schieben, ja, also wenn, obwohl man mal sagen muss, Kravelle schieben, in der zweiten Woche, wo ich den Kampf gesehen habe, das war ja hexmäßig as fuck. Da hätten sie, glaube ich, gewonnen. Da hätten sie jetzt 6 Punkte mehr, 3 Punkte, 6 Punkte. Wären die auch oben dabei. Das war gegen Olympus Relikant, genau. Die haben Olympus Relikant, die haben die weggehext. Ja. Ja, wer gewinnt? Ja, ich mach mal den Batzi-Fanboy. Das bin ich! Such dir einen anderen Job, das bin ich, bin Batzi-Fanboy. Du kannst Roggi-Fanboy sein, der kennt sowas nicht. Aber so krass bin ich Batzi-Fanboy nicht. Aber ich gehe wirklich einfach, also ich sag, Batzi holt das schon mit hier, Roggi. Naja, die ist halt, leider sind die gut. Der Stefan-Plan gegen System of a Clan. Ey, ich hab gesagt, ich bin für euch, seid ihr bitte für uns? ich gehe wirklich mit euch so, weil... Du hast mich überzeugt. Skylani hat ja anscheinend sehr lange. Was heißt der? Ich weiß nicht, ob es wirklich sehr lange war, aber er hat sich Mühe gegeben beim Teambuilding, weil er ja gegen die erstmal gebaut hat. Ja, also und, der ist fertig. Also ich gucke mir das Team, ich habe es noch nicht gesehen, wie gesagt, ich gucke es mir noch an. Ich werde es absegnen, weil ich glaube, wenn ich da was gegen sage, hat er einfach 3 Stunden umsonst investiert. Mal gucken. Okay. Ja, ich sag, Skylani hat da schon was gebastelt, womit du auch zufrieden bist und was halt einfach wirklich funktioniert. Also, na klar, wir sind dann
immer noch letzter, aber ja, mal schauen. Nee, wenn ihr gewinnt und Krawelle schieben verliert, seid ihr nicht mehr letzter. Und ihr überholt ja Lycanroc automatisch. Seid ihr okay. Sechster. Aber ja, ich gehe mal mit euch. Und wir werden nicht letzter, wenn wir gewinnen. Okay, gut. Obwohl, das ist die alte Tabelle. Kann doch sein, dass ihr... Achso, ja, ist ja, glaube ich, nicht aktualisiert worden. Ja, ich guck mal hier. Lycanroc. Ja, aber nee, 3 Punkte, es bleibt dabei. Also ihr könnt Platz 6. Platz 6 und 5 ist bevor ich machbar auf jeden Fall. Okidoki, reden wir über das. Euer Team. Kaktus Max und der Gunbuilder, wie auch immer jetzt heißen sollte. Spiel Tuska ist am Start. Ihr habt im S Lando, Mega Sherox. Nice Kombi, weißt du selber. Gengar, Lasho King und Felinar am A. Mit Gengar den Setstein. Rotom Mo. Mhm. Rishu und Fuego im B. C ist Aerodactyl mit den Setstein. Habt ihr den schon mal gespielt bis jetzt? Nee. Okay. Also tatsächlich, der war jetzt letzte Woche das erste Mal dabei und Dance. Stimmt, vier Kills, genau. Shadrago im C auch, Liebe, geht raus. Ich vermisse sie so ein bisschen. Geile Fähigkeiten, geiles Mon. Im Mittag im C und Regis Eis im D. Ja. Wie war euer Gedanke? Ja, also wir hatten Bock. Wir haben auch überlegt, zwischen Scissor, also Mega Scissor oder halt Mega Lopunny. Da wir der Slowdraft ist halt eigentlich immer besser so. Und nee. Da wir den halt. Da wir, also ich hatte jetzt. Ja, okay, vielleicht Live-Draft auch ganz geil, aber ich hatte ein paar Tage vorher den HKP Live-Draft und da hatte ich keinen Bock auf noch einen Live-Draft. Ja, aber das ist doch nicht mein Problem, Kaktus Max. Ja, genau. Wir sind die einzigen von den drei Divisions, die einen Slow haben. Die ganzen coolen konnten schön Live-Draften und ich wieder nicht. Aber okay. Ja, letzte Season hatten wir, glaube ich, auch Slowdraft. Slowdraft hat mir jetzt besser gepasst. So, ich hatte davor ja HKP Live-Draft und wurde komplett gesniped, aber ich bin trotzdem noch mit dem Kader zufrieden, aber ja, mehr sieht man halt in der HKP so. Hat jetzt hier mit nicht so viel zu tun. Aber ja, keine Ahnung. Wir haben uns dann für Mega Scissor entschieden so. Und ja, Lando ist halt ein geiles Mon, passt dazu, vor allem ohne HPs. Ja, ist halt sowieso geil so. Ja. Und ja, dann hatten wir halt Bock auf Gengar, haben den halt auch mitgenommen so. Und ja, als Fairy dann Sylveon, ja, ist auch ganz geil so. Wir hatten auch Bock auf einen, ja, wir hatten halt auch Bock so auf als Bulky Water halt irgendeinen von den Bros oder also irgendeinen von den Slows. Es gibt ja noch einen, der mit Bro hinten heißt. Und ja, ich glaube, ihr habt vor uns Lamus. Ihr habt vorher uns Lamus gepickt, aber wir wollten den halt nicht haben so, weil wir haben zweimal Intimidate. Da, also das gibt halt schon allgemein halt eine Defensive, weil der Attack schon normal droppt und da hat es halt hier gepasst, dass wir halt den mit der Spezialdefensive holen. Hm. Ja, und ja, wir hatten ja Glasho King letzte Season, deswegen ja. Warum zweimal also, selber Mon picken, wenn man es nicht muss, ne? Ja, wenn wir über, ja, ansonsten, wenn wir halt über Mons reden, die halt doppelt gepickt wurden, wir hatten letzte Season Mianshow und wir hatten auch letzte Season Miltank. Stimmt, ja. Ja, genau, und die waren halt, also was heißt wir, ich habe letzte Season nicht mit Nee, Martin gespielt. Stimmt schon. Aber du gerade sagst, ja, fällt mir gerade auf, ja. Miltank hatte ihr letzte Season schon. Aber gut, wenn er halt reinpasst mit seiner Fähigkeit plus den Rocks, kann man Miltank immer im C picken, ne? Ist das wirklich so? Weil doch mal ein cooler Normal so mit hier Hazard Support plus halt Recovery auch und so weiter. Ja. Und ja, also Aero hatten wir Bock, war nochmal ganz cool, so, weil wir hatten auch, also Aero ist halt auch drin, weil wir auch sonst relativ slow sind. Unser schnellstes Mon ist dann halt Gengar sonst. Hm. Und der mit 130 halt nochmal ganz cool, auch wenn er halt Low-Tier ist so. Ja, das ist nice. Ja, hier Shadrago ist halt nochmal ein geiler Dragon so. Macht auch gerne Spaß, in physische Mons reinzuwerfen, wo der halt gut lebt, weil du dann noch gerne Rocky mit draufklatschen kannst und einfach die Gegner sehr nerven kannst damit. Ansonsten, ja, kann halt, ist halt auch ganz cool, so, gibt auch gut Support, so dies, das. Und, ja, ich glaube, so, genau, Incineroar ist halt auch cool, so, Mianshow war auch ganz cool, aber, also, es hätte mich nicht gestört, wenn da noch was anderes wäre, aber war halt irgendwie der beste Fighting dann, der noch irgendwie reinpassen konnte. In die Tier vielleicht war, ja. Ja, und halt Rotom Mo. Ist halt auch ganz cool, wir hatten kein Electric und kein Grass, der macht beides. Ja, aber jetzt auch nicht so krass, aber er ist okay. Mal schauen, wie er noch wird. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, so für die zukünftigen Matches, weil da habe ich schon was gesehen, so. Aber, ja, ich sage jetzt nicht, ob es gut oder schlecht war, aber, ja. Kann nur gut gewesen halt, sein, kann nur gut gewesen sein. Dann am Ende halt ja noch Regice. Zu ihm habe ich eine coole Story. Ich glaube, ich war joggen und wollte eigentlich wollte eigentlich noch Dings picken. Hier, wer ist der? Hier die Schneeflocke, weil letzte Season war der Trigometri. Geil. Und der hat da ganz gute Sachen so gegen hier
Dings gemacht, Gliscor, und wir haben gesehen, wieder hat irgendein Team Gliscor, wir wollten Frigometry auch wieder haben, hätte dann noch Rapid Spin und so gegeben, aber dann habe ich mal auf so mein Handy geschaut und dann hat mir irgendjemand von Lycan Rob Master, ich weiß gar nicht mehr, wer da drin ist, hat den dann gesniped und ich bin halt stehen geblieben in dem Fall und hab überlegt, was ich picke dann und hab mich dann am Ende mit hier Marcy für Ratchet entschieden. Ja. Hm. Also ich muss ganz kurz wieder. Ich habe die Katze gehört, ja. Ja, die Katze will raus. Genau. Also was passiert halt, wenn man Katzenmenschen im Talk hat, meine Freunde. Aber es ist vollkommen fein. Bleib doch so drin, ich schneide das nicht raus. Nö. Ich denke, es heißt mir ein Schau nach der Katze. Ist auch so ein Katzenmon, wenn man so überlegt. So, da bin ich wieder. Wie heißt euer Minchao? Mit Spitzname oder habt ihr da keinen? Ich glaube, wir hatten Pisswasser. Ach ja. Genau. Sagt das was? Nee, gar nicht. Ich wollte es nicht googeln, wäre ich da auf irgendwas anderes, glaube ich, gekommen. Nein, also man stellt es sich schlimmer vor, als es ist. Ich weiß nicht, ob du jemals hier GTA gespielt hast. Ja, irgendwann mal. 1900. In GTA gibt es halt. Es gibt halt so Trucks, so Bier-Trucks, und das Bier aus GTA ist halt, das heißt Pisswasser. Aha, okay. Ich finde ja generell, ne, Spiritusca, den Namen kennt man ja schon so aus der Baby-Pokémon-Liga und dann halt euer anderes Season hast du jetzt schon hier dieses Chipmon-Ding, ne? Hast du es ja auch schon gehabt. Deswegen kam mir das auf jeden Fall bekannt vor. Euer Name-Theme ist on point, fühle ich. Ansonsten, wie heißt deine Katze? Pass auf, Trommelwirbel, sehr kreativ. Meine Katze heißt Kitty. Kitty, ja. Ja, ich habe mir gerade so gedacht, du könntest ja rein dich wie ein Ciao nach deiner Katze nennen. Kitty. Ja, also, aber gut. Als ich damals mit Pokémon angefangen habe und irgendwie auf der Ladder gespielt habe, und einmal ein Zerora-Team gespielt habe, hieß damals Zerora Kitty, aber keine Ahnung. Ich habe noch eine Frage. Wie bist du und Gunbuilder zusammengekommen? Weil du hattest ja letztes Season einen anderen Teampartner, der dann weg war. Und ich habe ich wollte ja, dass du mit dem Dürren-Team. Achso, ja. Und du hast dich gegen entschieden und Endeffekt bist du selbst schuld, dass du jetzt letzter bist. Weil hättest du Dürren gehabt, hättest du mindestens 3 Punkte. Aber Gunbuilder, du, wie seid ihr zusammengekommen? Wie du schon gesagt hast, war halt schon relativ fest letzte Season, irgendwann, ich weiß nicht, Ende der Rückrunde, kurz. Ich weiß nicht, Mitte oder Ende der Rückrunde, dass ich nächste Season mit Gunbuilder spiele, weil ich habe ihn mal davor gefragt, ob er Lust hat, und uns ist diese Shitmon-Liga dazwischen gekommen, weil, ja, genau, ich glaube, ich habe mal mit Sammy geschrieben oder so, ich will jetzt auch nichts falsch sagen, aber ich glaube, da war irgendwie mal geplant, dass das schon irgendwie eher beginnt oder so, ich kann mich auch täuschen. Also diese Shitmon-League war ganz cool so, aber ja, war jetzt auch nicht so das Geilste. Ich wünsche mir, falls jemand hört vom Mod-Team, ich wünsche mir nächste Season, also als Überbrückungs hier irgendwie Mini-Liga, wünsche ich mir eine Uber-Liga, weil, jetzt kommt die Überleitung, Maki und ich haben uns, also als Gambitter, haben uns in einer Uber-Liga kennengelernt. Und zwar, als ich im Januar letztes Jahr mit Pokémon Competitive angefangen habe, da war ich mal auf, das war halt irgendwie ganz random, zum Beispiel, also hier Timo Razer, der hat irgendwie mal was veranstaltet. Okay, nicht, wer ist das? Ja, ein irrelevanter Poketuber, der hat halt irgendwie sowas veranstaltet, so irgendwie seine Arena-Leiterpyramide. Darf ich kurz reingritschen, bevor du weiterzählst? Ich habe den mal bei Among Us getötet, so jetzt kannst du weiterzählen. Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall hat er mal sich so gedacht, ja, ich habe Bock, meine Arena-Leiterpyramide zu starten. Die ist dann niemals gestartet, aber da sage ich gleich noch was zu. Und zwar, ich habe mich halt angemeldet, habe mir so ein Team erstellt, worauf ich Bock hatte in seiner Arena-Leiterpyramide. Das waren noch schöne Zeiten. Ich glaube, da war noch sowas wie Chabelle im OU zur aktuellen Zeit, als sie reinkamen. Hätte Bock gemacht, gegen den damit zu spielen und so. Aber ja, die Liga ist nie gestartet und irgendjemand. Also ich habe davon noch nie eine Draft-Liga gespielt. Ich hatte aber Bock, da teilzunehmen. Das war letztes Jahr so im Januar. Und irgendjemand hat sich gedacht, ja komm, lass einfach. Zu der Zeit lief auch das LPP, hier diese Poketuber Uber-Liga. Da hat sich irgendjemand gedacht, ja komm, lass es auch selber machen, und hat dann mal so gefragt, wer da Bock drauf hätte. Und ich hatte einfach Lust drauf. Und zufällig, also Maki war jetzt nicht der Typ, der es veranstaltet hat, es war irgendein anderer Typ. Dazu gibt es aber noch andere Geschichten, was mit dem war. Also den hat man hier, ich will es nicht fronten oder so, aber der Typ regt sich sehr gern über Stall auf, wenn man ihn irgendwie trollt damit, aber also ich weiß nicht, ob
Also ich sag nicht, wer das war, der Typ. Hau jetzt Namen raus, verdammt nochmal. Wir sind im TPL-Talk. Komm, Sammy hat letzte Woche auch so. Lass mal fronten. Fronte! Ich glaube, den kennt man halt gar nicht so krass, weil der hat noch nie in einer TPL-Season mitgespielt. Ja, nur in diese Zwischenliga, ich weiß nicht, ob du den kennst. In der Babyliga war er dabei. Irgendwie Rascal Justin heißt der. Was ist Justin? Und, ja, ich weiß gar nicht, ob der noch im Server ist, aber genau. Der redet gerne über Stall auf so. Und in dieser Liga habe ich halt Gunbuilder kennengelernt und so. Und dann habe ich ihn halt, davon kannte ich ihn. Wir hatten halt dann nach der Liga nicht mehr so viel Kontakt. Mhm. Aber ich habe ihn irgendwann mal angeschrieben, weil er war cool und er hatte auch Bock. Und dann haben wir halt die Shitmall League gespielt und jetzt halt TPL Season 5 spielen wir gerade. Und ansonsten, genau, was kann ich dazu? Also ihr habt euch gefunden, sage ich mal so, über ein Jahr Abstand. So eine Fernbeziehung, seid ihr zusammengekommen, kann man sagen. Endeffekt war Deku letzte Season einfach deine Liebesgefährtin. Und die hast du abgeworfen und deine wahre Liebe gefunden. Nein, tatsächlich, Gandela. Ich habe nicht Deku abgeworfen. Ist doch egal. Der ist ja weg. Also, ich könnte jetzt noch was erzählen, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, ist halt irrelevant. Deswegen würde ich es halt erstmal weglassen auch. Ja. Ich lasse weg, ich sage jetzt nichts mehr zu dieser Rascal Justin-Geschichte, wie es da war. Also, Okay. Ich glaube, wir gehen einfach weiter, weil du übers Team hast. Ah, ich wollte noch wissen, welches euer stärkstes Mann ist. Das fällt mir doch gerade ein. Für dich? Wie definierst du dein stärkstes Mann? Also? So wie du es siehst, wie du es definierst. Ich will ja deine Meinung hören, nicht meine. Ich kenne meine Meinung. Ich weiß gar nicht. Also mir gefällt halt der Kader so allgemein, so wie es halt in jedem guten Kader ist, ergänzen sich alle Mons gegenseitig so. Aber wer hat mir am meisten aktuell gefallen? Ich weiß nicht, ich würde glaube ich sogar mit Gengar gehen, weil ich den auch in der Killrangliste sehe oben. Ja. Und euer schlechtestes Mon? Der hat mich aktuell enttäuscht. Ja, Shirox war, also es lag an uns, dass wir nicht hier Dings gedrückt haben, U-Turn und Slowking kann, also ich kann zu Slowking auch nichts sagen, es lag auch an uns, dass wir kein Score gespielt haben. Deswegen sage ich einfach Regice, weil eigentlich wollten wir ihn nicht und er ist jetzt einfach wie so ein etwas, was da nicht hingehörten sollte, aber irgendwie im Notfall noch da war. Der Jogging-Unfall einfach, ganz einfach. Guti, geht es weiter, weil letzte Woche wurde ja nicht drauf eingegangen. Das Tippspiel ist zurück, meine Freunde. Es interessiert keine Sau, es ist mir egal, ich sieh's trotzdem durch. Sammy und Scalani haben nicht gewusst, was ich damit will, obwohl Scalanis Idee im Endeffekt war. Scalani hat Knacker auf 1 gesehen, Porygon Z auf 2, Panferno auf 3. Ich, Jirashi, weil ich kein anderes Mon wusste, Katapulte auf 2 und Porygon Z. Das sind die Punkte von letzter Woche im Endeffekt und jetzt kommen wir zu euren. Achso, das geht um die Kill. Ich dachte, das geht jetzt um das Tippspiel, was TJ irgendwie macht, aber. Nein, das gar nicht. Was hat TJ mit meinem TPR-Talk zu tun? Nein, es geht darum, ein normales Tippspiel, welches Team. Ja, genau. Und ich hab euch ja gefragt, wer für euch die meisten Kills am Ende der Division macht. Ja. Bei uns. Und dann habt ihr das geantwortet, weil du bist genauso dumm wie ich und Katapultra auf 1 getippt, Snibuna auf 2, Katagami 3. Gambitta hat Katagami auf 1 gesehen, Gengar auf 2 und Katapultra auf 3. Du bist genauso schlecht wie ich, weil du müsstest auch wissen, dass ich und Scalani offensive gute Mons, ob es jetzt Mega Glurak X ist oder letzte Season, was hatten wir da? Keine Ahnung, hat auch nicht gerockt. Also wir kriegen es nicht gebacken, gute Mons geil zu spielen. Auf jeden Fall Offensive. Wir leben, glaube ich, mehr in der Defensive. Deswegen Punkteverteilung jetzt Katapulta mit 8 Punkten, Katagami mit 6 und Knacker auch mit 4 dabei. Warum hast du Katapulta oben gesehen, obwohl du wusstest, ich und Scalani haben das? Tatsächlich habe ich gar nicht dran gedacht, dass ihr mit guten Mons nicht gut spielt. So. Und Katapulta ist halt einfach ein geiles Mann. Wir hatten den letzten Zurückrunde und der ist aktuell auch, glaube ich, allgemein erster Platz. Hat ja irgendwie solche Sachen wie Bilotic überholt. Ja, und dann bin ich halt einfach mit Katapulta gegangen. So. Wir hatten ja letztes Season, warte mal, ich guck gerade nochmal. Wir hatten mega Altaria und Necrozma. Necrozma war geil. Gesagt, also ich meine uns, also wir hatten eine Zurückrunde, so kann sein, dass ich mich versprochen habe gerade oder so, ich weiß nicht genau. Ja, nee, die Zurückrunde hattet ihr den, glaube ich, ja. Aber ich meine so generell, also Katapulta ist ein geiles Mon, aber ich glaube, bei mir ist geil, liegt es wirklich daran, dass wir halt mit Mega Glurak X vor 2 Season einfach nicht, also irgendwie hat es nicht funktioniert. Setup ist nicht so unseres. Wir machen es trotzdem mit Mega die Yanzi jetzt auch die Season. Setup und sterben einfach gleich. Das war letzte Season so, das war die Season davor so. Ja, mal gucken. Und ansonsten Katagami sehe ich, dass man das gesehen hat, weil mit Z-Stein kann das gut Work machen.
Gengar hat da von euch selber oben gesehen, was sehr, sehr, ja, wie sagt man? Also, der bis jetzt euer stärkstes Mal mit den Kills. Ja, also, ich wollte tatsächlich auch Gengar reinnehmen, aber ich dachte mir, ja, ich habe letzte Season bei. Also, du hast ja letzte Season genau das gleiche gemacht, nur dass du gefragt hast, wer am Ende placed. Da habe ich gesagt, wir kommen auf den zweiten und ja, dann hat man halt was anderes gesehen. So, und dann dachte ich mir, ja, komm, diesmal sagst du nichts und wird man dann halt am Ende sehen, so was Gengar macht. Und innerlich habe ich aber trotzdem an Gengar gedacht, so. Ja. Also, wie gesagt, die Tipp-Spiel ist im Endeffekt nur für mich. Um zu sehen, wer am Ende für euch das coolste Mon ist mit den meisten Kills. Wird wahrscheinlich Katapulta werden. Ich weiß gar nicht, was die anderen jetzt getippt haben. Das habe ich nicht im Kopf, weil ich das jede Woche nur aktualisiere für mich. Ja, aber es ist interessant, dass Katagami, wo ich beiden gesehen wurde, ich denke mal, ihr habt euch nicht abgesprochen, weil ich jeden gleichzeitig gefragt hatte, Katapulta auch. Und als nur Snibuna, was physisch offensiv ist, letzte Season aber nichts gerissen hat, aber mit Batzi auf jeden Fall immer eine Gefahr ist und Rocky. Gänge habt ihr selber, ja. Also ich sehe das schon. Es ist okay. Ja, also um zu sagen, was wir uns mit Katagami gedacht haben, hier Master Gun Builder hatte den mal in der Liga und der hat bei ihm sehr viel Work gemacht so und allgemein Katagami mit Z-Move ist halt nochmal was ganz anderes als ohne Z-Move so und deswegen hat man den halt schon gesehen so. Also ja, und wir haben uns nicht abgesprochen, wenn ich das nicht erwähnt habe. Nee, das habe ich schon gedacht, bringt auch nichts, weil gibt ja gar keinen Sinn. Ja. Ansonsten, ja, Subuna hast du ja auch gesagt. Weil, wie gesagt, letzte Season war der Kacke so, aber. Ja, aber Jürgen hat mal gehabt, was willst du erwarten? Ja, aber der war halt auch. Also, ich fand den jetzt auch nicht. Ich fand den Escort nicht so geil mit. Megalopani. Subuna und Megalopani. Mhm. Aber das hat sich halt schon gebissen so. Aber, ja. Jetzt halt, den habe ich jetzt auf der 2 gesehen, weil ich habe gesehen, Batzi macht mit so. Und da habe ich mir gedacht, ja, der kann jetzt schon was mit dem machen. Deswegen pack den auch mal drauf. Genau. Ja, ansonsten bin ich fein damit. Bin voll zufrieden, geht klar. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt leider langsam zum Ende. Leider. Schade. Ja. Weil so viel ist nicht mehr, das war das letzte Blatt. Wir sind da angekommen bei Cactus Max, der heute mein Gast war. Nächste Woche habe ich einen von der Krawelle schieben da. Ich freue mich auf Seoro. Unbekannter. Ich hoffe, er mag mich. Ich habe mit ihm jetzt in letzter Zeit nicht aktiv so viel zu tun gehabt, aber er war auch dabei in der Oberliga, welche meine erste Liga war. Und der hat auch coole Sachen gebracht. Der hat da so Power Trip Setup Corvik Knight gebracht. Der hat auch mal gesweept. Ja, cool. Also jetzt nicht gegen mich, aber jetzt gegen so andere Leute. Also Seoro, cooler Typ. Ja. Okay, ja, freue ich mich auf jeden Fall. Nächste Woche ist Seoro. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich bin so alt für dieses Game. Ja, also Cactus, danke, dass du dabei warst. War wieder eine Ehre. Es ist immer ein spannendes Gespräch so generell. Ne? Also ich höre dir gerne zureden. Und das passiert mir nicht so oft bei Menschen. Ja. Dankeschön. Bitte, bitteschön. Willst du jetzt noch hier? Komm, ich mache jetzt den Sammy. Ey, Cactus Max, jetzt Fronte noch ein. Aus unserer Division. Komm, mach. Fronte. Ich will, dass du, warte mal, Scalani hat es. Ich mach den Guten und ja. Also ich. Guten. Ich habe jetzt wirklich, mir wäre nichts eingefallen und es wäre halt auf Krampf irgendwas gewesen, deswegen würde ich jetzt einfach lassen so. Ich grüße den, der nächstes Mal bei dir ist, in dem Fall Seoro und wünsche jedem in der Liga noch viel Glück so. Hoffentlich steigen wir, also kommen wir halt noch in die Playoffs, aber sonst euch allen good luck have fun. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das fällt mir aber nicht ein. Ach so, ja. Die Katze muss rein. Also, nein, aber das hat mich sehr überrascht, aber die erste Podcast-Folge mit dir ist, also mit dir, wo du ich halt bei dir war, ist irgendwie dein zweitbeliebtestes Video auf YouTube, so, darum finde ich krass, so, und dafür. Ja, du hast jetzt Werbung gemacht. Du hast hart Werbung gemacht, glaube ich. Das könnte sein. Weißt du auch, was du dieses Mal wieder tun musst, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie habe ich denn Werbung gemacht? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, so krass, aber. Ja. Twitter? Weiß ich nicht. Nein, Discord? Tatsächlich nicht. Ich hab retweetet und ja, ich habe geliked, aber. Ja, okay, gut. Wenn du es wieder halt tweetest, weil sehr wahrscheinlich, dann kommt auf jeden Fall ein Retweet. Cool. Ja. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, es war mir eine Ehre. Die letzten Worte gehen an dich jetzt. Das weißt du ja, wie das läuft, obwohl du es schon gemacht hast, aber ich setze dich jetzt einfach nochmal unter Druck. Von daher, danke. Also. Los. So, ja, okay. Ja, wie gesagt,
freut mich an alle, die bis hierhin zugehört haben. So finde ich nice, dass ihr Marschi da so supportet, als auch der beste Podcast von allen dreien. Mhm. Und ja, freue mich, dass ich halt auch wieder hier sein durfte. Hat Spaß gemacht so. Und ja, ich hoffe, es wird halt noch weitere Folgen geben, wo ich dabei sein kann, wenn wir dann in den nächsten Seasons sehen. Ja, oder ich weiß nicht, machst du zu den Playoffs noch irgendwie so andere Geschichten? Wo, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn die Tabellensituation sagt, dass ich viel Zeit haben werde, ja. Darf man in den, achso, ja, auch wenn du rausfliegst? Also, ja, also ich glaube, also wir haben noch nie drüber geredet in den TPL-Talk-Community, wenn du so willst, mit Rai und Sammy, aber ich denke schon, dass da Playoff-mäßig was kommen kann und ist halt die Frage, wer es macht und ich rechne damit, dass Sammy weiterkommt, ich rechne damit, dass Rai weiterkommt und dann habe ich viel Zeit, weil Sammy meinte, er will ja nicht über seine eigene Liga reden. Deswegen ich glaube schon, dass ich habe auf jeden Fall Bock zu machen und ja, ne? Ja, also gut. Ich weiß gar nicht, ich habe mich gar nicht so gut informiert. Darf man überhaupt was im Kader changen zu hier Dings? Gute Frage, weiß ich nicht. Ja, okay, genau. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht der Fall sein wird, weil du ja automatisch mit denselben Mons gegeneinander antreten könntest. Also mit deinem Lashoking könntest du jetzt gegen anderes Lashoking antreten. Ich weiß gar nicht, ob es so viel Sinn macht zu draften, aber wenn, dann halt höchstens 3 Mons, glaube ich. Ja, okay. Falls es bei uns klappt, werden wir es sehen. Ansonsten ist es mir relativ egal, wenn wir nicht weiterkommen. Ja, aber, ob da Regie Eis steht oder Frigometri. Ja. Ne? Von daher, Dankeschön. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao.